Okay, auf zu Freeman's Tacos. Ich bin gespannt, was wir da jetzt lernen. Bestimmt eine neue Zeit für uns. Willst du eine einstweilige Verfügung? Nein, ich nicht. Coole. Hauttransplantat, Klammer. Gut, gehen wir erstmal auf die Bank. Hoffentlich macht Tweet Craig nicht koffeinsüchtig. Du brauchst noch mehr vom süßen Kapitalismus? Ja. Packen wir es an. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkaufbonus, tausche diesen Zug Bankrott und Investments. Riskant. Am Rad. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Damit hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Okay. Und Tech-Aktien. Insider-Trading-Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Zeit für Insider-Geschäfte. Auf Gold gestoßen. Gold for Cash-Bonus. Alle Bankrottfelder werden zu Gold. Okay, den ein Bonus im Spiel. Und dann haben wir den nächsten Rang eigentlich auch schon. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Du hast gewonnen. Du hast eine neue ökonomische Stufe erreicht. Weitermachen. Natürlich. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Yay. Tausch Bankrott gegen Geld. Plus umgekehrt. Das wollen wir nicht. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, schon wieder. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Zum Anhalten drücken, keine Wumms. Ein Bonus im Spiel. Und Tech-Aktien. Halte das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Zeit für Insider-Geschäfte. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Du hast gewonnen. Du hast eine neue ökonomische Stufe erreicht. Ja, natürlich spielen wir weiter. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Mhm. Gut, das nutzen wir nicht. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Bingo. Marktmanipulation, das nutzen. Ja, benutzt den Bonus. Und Tech-Aktie. Auch direkt nutzen. Ja, benutzt den Bonus. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Das nutzen wir auch direkt wieder. Ein Bonus im Spiel. Den blauen. Du ja. Hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Bequem. Gut, sind noch drei Stufen. Noch komm, spielen wir einfach weiter. So, Raddrehen. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Soja-Terminwaren. Agiles Investmentbonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Okay. Ein Bonus im Spiel. Auf Gold gestoßen. Bankrott wird zu Gold, nur für dieses Spiel. Machen wir. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold.
Und Immobilien. Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Okay. Und Bingo! Kreditausfallversicherung. Nice. Nutzen. Los geht's, Marktmanipulation. Steuerzahler-Rettungsschirm. Danke, kleiner Mann. Du bist nicht bankrott, hurra. Super. Das Rad sagt Indexfonds. Gut. Puh. Auf Gold gestoßen. Glück, Glück. Bankrott wird zu Gold, nur für diesen Spin. Warten wir. Ja, benutzt den Bonus. Und dann müsste man die Stufe ja auch haben. Auf Gold gestoßen. Nutzen wir auch wieder. Gold for Cash macht den Bankrott zu Gold. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Perfekt. Wir sind frei. Weitermachen. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Und Tech-Aktien. Perfekt. Halte das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Am Garten. Oh, eine Ökonomiestufe abgestiegen. Ekelhaft, oder? Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Tech-Aktien. Okay. Bonus benutzt. Zeit für Insidergeschäfte. Auf Gold gestoßen. Gold. Oh, Gold for Cash. Macht den Bankrott zu Gold. Kriegen wir dann noch das? Das Kohle hat sagt Indexfonds. Das ist die gute Frage. Das Rad sagt Indexfonds. Sojaterminwaren. Ja. Bonus nutzen. Ja, benutzt den Bonus. Ja. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Aber da waren wir ja gerade auch schon am Rad. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Sojaterminwaren. Ja. Einfach Auszahlung. Auf Gold gestoßen. Ein oh, Bonus im Spiel. Das Rad sagt Indexfonds. Ja. Am Rad. Und Bingo! Kreditausfallversicherung! Marktmanipulation. Los geht's! Marktmanipulation! Und Tech-Aktie. Ja. Zeit für Insidergeschäfte. Und Tech-Aktie. Benutzen. Ja, benutzt den Bonus. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Okay. Hmm.
Sorry, aber mit jemand mit deinem Einkommen lasse ich mich nicht in den sozialen Medien blicken. Klar. Nice. So, dann gehen wir jetzt zu Freeman. Morgan Freeman. Okay, Wunderarsch ist da. Ja, Wunderarsch ist da. Morgan Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Wie sollen wir ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Oh ja? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen. Okay. Und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Wie machen wir das? Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, als den jemand gegessen hat, furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. Ja. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Wunderarsch hat die beste Geheimidentität, weil keiner weiß, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Ja, genau, wie auch immer. Essen. Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Okay. Los, spring durch die Zeit. Du Scheiße! Oh ja? Es funktioniert nicht. Oh mein Gott. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh mein Gott, was passiert? Was passiert nein, jetzt? Du hast nicht an dich geglaubt. Nein. Du hast nicht an dich geglaubt. Verlasse Freeman's Taco. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Freemans Toilette. Und Druck aufbauen. Druck aufbauen. Los. Aufbauen, aufbauen, aufbauen. Das probieren wir nochmal. Das hat ja mal gar nicht hingehauen. Und fokussieren. Los. Druck aufbauen. Druck aufbauen. Nicht übel. Druck aufbauen, los. Den einen Stern schaffen wir auch noch. Ja. Und wir haben es geschafft. Logbuch des Captains. Braune Röllchen. So, dann schauen wir mal, was hier vor der Tür Sache ist. Was? Frohe Weihnachten! Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Weihnachten allerseits! Mitch Connor. Es ist Weihnachten! Saufen wir uns zu! Was zur Hölle? Zu spät. Sind wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Ja. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Wir sollten noch in die Vergangenheit. Es klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen.
Das wäre rektakulär, scheiße. Ja. Toolchat hat recht, er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten, okay? Unser Arsch funktioniert nicht mehr. Ich fühle mich, als wäre das ganze gerissen. Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diese Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs, okay? Ja, okay. Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzuhalten. Okay. Oh Gott, die schon wieder! Was? Och nein. Die Waldtierchen. Keine Angst, Leute. Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Das glaube ich auch. Frohe Weihnachten euch allen. Frohe Weihnachten. Hey, der Selbstjustizer, der die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Ja. Yeah. 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 Besiege die Waldbewohner. Kampf starten. Oh, gleich knallt es. Mein Weihnachtsgeschenk für die... Hier. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. 2, 3, 4. Ist dieser Körper nicht ganz spitz? Nein. Das hat sie aufgewärmt. Boah, Alter. Oh, Fuchsi, überhaupt eine Chance gegen die. Deine dunkle Magie ist toll. Heul, Sauto. Nicht gegen die Waffe. Alter, diese Waldbewohner können wir nicht besiegen! Die killen uns! Es ist aus! Sekunde mal, es ist Weihnachten! Ich weiß, wer uns helfen kann! Wunderarsch, du musst zu Jesus beten! Ja, ja, natürlich! Du musst fest an Christus glauben, verstehst du? Okay. Bete zu Jesus, Wunderarsch! Das ist unsere einzige Hoffnung! Ja, tu's. Und bete. Das reicht nicht. Bitte so. Du musst noch mehr zu Christus beten. Bete für seine Erlösung. Komm schon, Neuer. Glaub an Jesus. Ja, wir glauben. Bete zu Christus, oder wir sind tot. Ja, machen wir. Er hat's geschafft. Ja. Da kommt jemand. Oh nein, der Weihnachtsmann. Okay, ja. Welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot. Ja! Santa. Seht mal, der Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch. Heil, Satan. Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder? Santa prügelt die Scheiße aus euch ab. Ja, gib sie. Besiege die Waldbewohner. Oh Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht. Ja. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hardy. Sei nicht traurig, Baby. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Nein. Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Ja. Hurra! Hoffentlich. Und. Oh, Härtermeister! Schlag mich härter! Die Gelegenheit für die Augenlaser! Oh Gott, bin ich dran? Ja, du bist dran. Damit treffe ich dich. Donnerlichtchen! Oh, das stand nicht auf dem Wunschzettel. Ein harter Kampf. So, Zeit. Pause vor 20. So. 1, 2, 3. Der Furz hatte es so richtig in sich. Gut. Wer will Hirschzecken? Wow, Hirschi, schön gehalten. Danke, Freunde. Ich den Kampf gewinnen. Dieses Schockzeug ist echt doof. Verdammt! Dann heilen die sich einfach hoch. Ich bin wieder bereit zu töten. Ja. Es ist soweit. Komm, auf den Bär. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an.
Macht euch auf Schmerz gefasst! Komm, Professor. Chaos! Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein! Das muss wehgetan haben. Und. Na, versucht das doch mal, wenn wir eure Augen gefressen haben. Jetzt komme ich. Ja. Hey, lasst ihn in Ruhe. Mann, werde ich mich für Satan reinhängen. Ich muss gleich mal das mit dem Roni-Bild ausprobieren. Ich glaube. Das hat uns doch. Das hat Heilung gegeben. Schockierend, was? Habe ich was gelesen? Ich habe ja nämlich ausprobiert, wenn ich benutzt gehabt. No. Jetzt kommt das Höllenfeuer! Ist auf mich. Ist Höllenfeuer nicht toll? Hm. Mal sehen, ob deine Milzchen weich ist. Ich finde, es gibt es schönere Sachen. Einen tollen Zauber hast du da, Hirschi! Freunde. Oh, nee. Zweimal ich ausgeschaut. Ich hoffe, ihr Kinder, ja. Preist den dunklen Fürst. Schluck Lebensenergie, Kumpel. Das war super, danke. Jetzt fühle ich mich bestens, ganz ehrlich. Los geht's. Nee, du machst es auf jeden Fall nicht. Du legst den jetzt Da wird die Nacht doch gleich noch stiller. Verstehst du es echt, das einzusetzen? Unterkühl. So, Sander. Drauf. Ruhe, Weihnachten, Arschloch. Die drei, die sind ja bald. Da. Oh, ist das kalt. Du machst nichts. Du machst auch nichts. Ja. Das ist gut. Heil, Satan. Ich bin dran. Was ich tue, tue ich für dich, Satan. Genau. Oh Mist, ich kann nicht mal was Böses machen diese Runde. So unfair. Ich bin wieder munter wie ein Rehkitz. Hier kommt dein Tod. Okay. Ja, fühle, wie das Chaos dich durchdringt. Langsam aber sicher. Zu Ende. Die Kräfte des Chaos lächeln mir zu. So, Santa. Die zwei sind erledigt. Santa auch gleich. Tod und Schmerz warten. Eins, zwei. Da plötzlich ein Sturm zusammen. Sind noch zwei. Jetzt komm ich. Du Hurensohn. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Können wir nicht Freunde sein mit Satan? Nein. Du Arsch! So, Santa. Ohne Chaos hätten wir es nicht geschafft! Du hast gewonnen. Sieg. Wieder zum Fest, Artefakt. Bisschen Geld und 5 GP.
Danke so für soll's die Hilfe, sein. Santa. Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Genau. Ah, verstehe. Okay, dann lasst mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Lass. Zur Abtreibungsklinik. Natürlich alles mit Tor. Tina, es tut mir leid. Eines ewigen Lebensrezept.